Servus, Freunde des Maroden Mauerwerks. Ich nehme euch heute mit ins Buchenberglager. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Also, auf geht's, packen wir's. Das sogenannte Buchenberglager bestand aus 32 Gebäuden. Hier lagen Wohngebäude für Fremdarbeiter und italienische, französische und russische Kriegsgefangene. Es wurde Material in Magazinen gelagert. Es gab sogar eine eigene Lehrwerkstatt, Ingenieure und Facharbeiter. Und wo sind wir jetzt? Das sind die Magazine oder war das schon anders? Cool. Ja, mega. Ein bisschen Licht. Jetzt rein ins Vergnügen. Wow. Ja, nicht nachmachen, Leute. Das ist gefährlich. Ups. Okay. Geht denn aus den Taschenlampen nicht näher zum Rausholen? Oh! Was ist das? Ein Kellerfenster. Nett. Da ist noch mehr Kellerfenster. Und? Noch mal ein Raum. Okay. Schon ein Loch drin. Da sind noch alte Dübel. Oder sowas. So. Gehen wir wieder raus. Das ist ja noch mehr zum Senken. Ich denke mal, das war das Magazin. Ah, da haben wir vorher rausgeschaut.
da haben wir noch weitere Gebäude gefunden. Aber das denke ich mir, gibt es da auch nicht einmal mehr einen Keller. Nein, da gibt es bestimmt keinen Keller mehr. Aber wir haben ja noch mehr Gebäude. Vorne zum Beispiel. Ich blende euch später mal das Bild ein. Da ist sogar eine Karte da, welche Gebäude das alles waren. Schauen wir mal danach. Da steht auch nur eine Grundmauer, mehr nimmer. In dem Lager sind 33 Großtanks verbaut, unterirdische Großtanks. Und ich glaube, drei davon haben sie nach dem Krieg wieder geborgen. Und der Rest schlummert immer noch unter der Erde. Also ich weiß ja nicht, wie lange so ein Tank aushält. Es war schon blöd, wenn es so ein Ding noch gibt. Also Großtanks, die haben natürlich ein Wahnsinnsvolumen. So. Okay. Was da noch alles schlummert. Oh, das schaut schon böse aus. Da brauchen wir wieder eine Taschenlampe. Wo ist sie denn? Als Abstellkammer benutzt. Und was ist das? Okay. Das ist schon gescheit hier. Mal alles zerbombt und zusammengehaut in die alte Bank. Schon interessant. Der Wald ist kein Müllplatz. Kann man mal da. Und überall starke Risse drin. Oder irgendwie als Abstellplatz benutzt. Was wir noch nicht können, ja, warum? Kleine mit Stufen noch. Aber es ist der Keller von einem Gebäude, das es nicht mehr gibt.
Naja. Leider. Da könnt ihr von oben nicht schauen. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Aber ich habe es gefunden. Da! Dieses Geheimlabor, ich hab's! Mega. Echt cool. Ich freue mich. Jetzt habe ich blödel bloß meine Taschenlampe im Auto liegen lassen. Los, okay. Oh. Okay. Na, da schauen wir mal rein. Ups. Oh. Eine mordsmäßige Kraxelei. Es rentiert sich. Yeah. Ach, lauter Spinnweben. Da tropft's. Vorne reinkommen. Rein geht's irgendwo, das weiß ich. Oh je. Ja, wunderbar. Oh je. Die andere Seite. Und dann da rum. Irgendwo muss doch da ein Keller runtergehen. Labor rum. Ja, und da, wo man reinschauen kann, kann man bekanntlich auch runtergehen.
Jawohl. Ich hoffe jetzt nur, dass es hell genug ist. Weil ja meine Taschenlampe daheim ist. Aha. Interessant. Sind wieder Graffitis. Schaut auch gut aus. Mitten im Wald, einsam und verlassen. So eine Betonburg. Upsa! Da ist wieder ein Riesenloch drin. Jetzt in den anderen Raum rüber. Gehen wir nochmal hin. Ach, da haben wir wieder Müll. Ach Mensch, Leute, schmeißt doch euren Dreck woanders hin, verstehst? Ja. Was das wohl war da? So was das gedient hat, die Schiene. Wie geht es da runter? Beziehungsweise zu was das eigentlich gewesen wäre, weil was mir erzählt wurde, ist ja dieses Labor nie fertiggestellt worden. Also die haben da angefangen, großmächtig zum Bauen. Ja, und dann ging es nicht mehr weiter. Dann ist alles zerstört worden. So, ich stehe jetzt wahrscheinlich vor meiner letzten Ruine. Flüssige was, weil ich aber meine Taschenlampe im Auto lassen. Wie glorreich. Oh ja, aber da schaut schon wieder recht hohl aus. Sprich, ich glaube, da ist viel mehr Licht drin. Naja, da haben wir Licht ohne Ende. Das fällt auch langsam zusammen. Da geht auch noch so ein Rohren auf. Keine Ahnung, wo das hingeht. Ja, aber mir ist da nicht mehr. Das war es jetzt eigentlich. So Leute, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal, ich würde mich schrecklich darüber freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!